Ja, dass wir Also, wir da sind zurück in hinwollen. Elex. Wir haben Hochsommer, es hat circa 30 Grad. Wo ist mein Termin? Knappe 30 Grad in meinem Zimmer. Das heißt, es wird mehr geschwitzt jetzt bei diesen Let's Plays. Yay! Schwitzen, juhu. Es soll irgendwo eine Alprüstung, Elixatorenrüstung in einem kaputten Haus hier sein, in der Gegend. Das könnte sein, dass das hier ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Besser Handy. Haben wir keine guten anderen Mana-Tränke mehr? Ach, das ist mal das Handy. Facebook. Nee, das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, warum Facebook mir überhaupt Nachrichten gibt. Keine Eis. Munition mehr. Das war ja nutzlos. Nutzlos! Mein Geisterwolf ist richtig weiß gerade. Er hat mich einmal noch getroffen. Verdammt, sind da viele Gegner auf der Karte. Seht ihr das? Ja, hier gibt es was Fettes. Ich spüre es. Ich spüre hier was Fettes kommen. Warum habe ich... Ja, das hat es hingegeben. Wo bin ich hier? Oh, ich bin verwirrt. Lederhaut hier unten. Und Feuer hier drüben. Das wird mehr. Das wird viel ausrichten hier. Okay. Schießen wir uns mal hier frei. Ich helfe dir. Ja, gute Explosion. Hopp. Du warst das mit dem Wolf? Nein, war's nicht. Oh. Evasive Manövers. Das habe ich schon so viele Gegner hergeholt. Da, verdammt, ich bin nicht bereit für so einen Kampf. Ich bin nur noch aufgewärmt. Okay, gute Arbeit. Unaufgewärmt bin ich. Erst mal ein paar. Zuerst. Nach Geisterwolf, nein. Erst mal ein paar Dehnübungen machen sollen. Gute Arbeit. Ah, der nächste kommt schon. Er ist genau in meinen Schlag reingerollt. Gute Arbeit, Jax. Ach, verdammt. Der schlagt in die Wand rein, der Jax. Okay, ich kann mich ein bisschen erholen hier. Mal die Jax Loot von denen bekommen. Die Musik kann sich... Verdammt, Falk! Auf die Leichen herumzukicken. Wir spielen hier nicht Fußball. Oh, das wäre auch cool. Was haben wir hier? Es kann leicht sein, dass hier irgendwo die Elixatorenrüstung ist bei diesem Haus. Das die Hose, die Elixatoren-Rüstungshose, die suchen wir. Ich verstehe. Weil das so Oberteil einfach. Hat er geschrieben, irgendwo in einer Höhle Ende Edans. Und ich war schon in ein paar Höhlen, habe nichts gefunden. Das soll anscheinend schwierig werden. Vielleicht ist es echt die Gifthöhle da drüben. Vielleicht probiere ich es einfach später nochmal, wenn ich Lust habe. Kicke ich auch schon Leichen. Verdammt, ich sehe da so viele Gegner auf der Karte. Ich sehe so viel Movement auf der Karte. Was ist so viel Movement? Elektroschrott. Okay. Da kann man sich die Tode fighten, wenn man will. Das könnten wir auch. Verdammt, die Mana-Tränke sind schnell aufgebraucht. Was eigentlich? Ich muss mir die nächste Verbesserung gönnen. Das sollte ich eigentlich eh schon bereit haben. Das sollte ich schon bereit haben. Ach, nach dieser Folge hole ich mir das vielleicht, wenn ich dran denke. Da haben wir weitere Häuser und weitere Fights. Macht gut Schaden. Das sind ja
Halbsoldaten, Green Darks, wer ist denn der Typ? Noch nie gehört. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Findest du? Ich hoffe, ich bleibe nicht wieder glitschen. Ich sollte schnell speichern. Während Falk mir eine Leiche entgegenkriegt. Falk kann Freistöße machen, ich nicht. Verdammt, Falk. Bin eifersüchtig. Ich könnte mir diesen Freistoß in die Montage reinhauen. Dann habe ich mir dann irgendwelche Freistöße neue. Das ist alles, was ich will. Neue Freistöße. Nicht mal voll gemacht. Nutzlos. Verdammt, warum habe ich so viel Setzerbrot? Was haben wir hier? Ein Klappstuhl. Nein, wir spielen nicht Wrestling. Ah, da ist doch noch ein Fight drin, oder? Ich sehe den auf der Karte direkt vor mir. Oder ist er unter mir? Okay. Anscheinend werde ich mal looten hier. Im Dunkeln. Ich hau mir eine Fackel rein. Vielleicht ist da doch kein Gegner. Dann gehen wir mal mit der Fackel durchlooten. Mana-Trank. Ja, warum nicht? Ja, damit. Schaut nach einem coolen Haus aus. Hopp, jetzt kommt er natürlich. Das war nicht der beste Fight. Genug Setzerbrot für eine ganze Woche. Sind wie kleine Snacks hier. Nur ein bisschen Elex. Und dann mit Stimmbruch. Forschungsnotizen. Alpforschungen, wie es ausschaut. Oh, das kann man sich wahrscheinlich durchlesen. Ab 5, 7, 8, 4. Merken. Schrott. Muss also ein Tresor auch in der Nähe sein. Oh, ja, schaut sehr gemütlich hier aus. Für die Gefangenen. Lass mich raus. Schauen wir noch, ob ich den Tresor übersehen habe. 5, 7, 8, 4. Nein. Dann ist er oben irgendwo. Der Tresor. Eine Beleuchtung hier drin, das ist schon mal. Ah ja. Geht doch. Ach, das. Pff, eine Wasserflasche und ein Krug. Ah. Das ist ein Thumbnail. Ich wollte das gar nicht, ich wollte mich da gar nicht hersetzen. Zepter! Aber wenn wir schon Thumbnail so bekommen, das cool ausschaut, dann gönnen wir uns das auch. Einhandwaffe. So, wo sind die Journals? Forschungsberichte? Wann ist das? Ihre das Forschungsnotiz. Versuchsobjekt bereit zum Testen. Heute Maschine angesetzt. So viel Elex entzogen, das Versuchsobjekt lebt noch. Einfaches Konditionierungstraining mit Elex-Belohnungen begonnen. Versuchsobjekt spricht sehr gut darauf an. Regelmäßiger Elex-Entzug macht Abhängigkeit stärker. Mehr Versuchsobjekte in Vorbereitung, natürlich. Versuchsobjekt 7 tot. Maschineller Elex-Entzug hat den Körper irreparabel beschädigt. Versuchsobjekt 8 für neue Testreihe. Konditionierungen auf Elex erweitert. Lasse Versuchsobjekt nach einfach verstecktem Elex suchen. Was?
63% Erfolgsquote, Verstärkung der Sinne durch Maschinenteile. Kompletter Rückschlag, alle neuen Mutanten sind verendet. Führe weitere Tests an ihnen durch, bis jetzt nicht herausgefunden, woran sie starben. Vermute, dass maschinelle Verbesserung zu weit ins Nervensystem eingriff. Beginne neue Forschungsreihe, fordere neue Versuchsobjekte an. Okay, cool. Er hat ein bisschen mit Elixentzug herum experimentiert und solche Sachen. Yep. Komm schon, bring mir die Elix-Rüstung hierher. Rucksack? Nein. Ach, ich will keine Zigaretten einzeln looten. Kein Chunky. Cooles Haus. Bisschen dunkel. Sprecher. Bevor ich rausgehe, gehe ich nochmal schlafen. Jetzt gehe ich doch. Könnten die nicht in eine Packung reinhauen? Ich nehme den Becher auch mit. Trockenfleisch. Hey! Die Nahrung. Die kann ich schon mitnehmen. Kartenstück. Was ist das? Ja. Das ist auch ein Ende des Elans. Beladens. Beladens. Okay. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ja. Ist er auch. Schau, mehr Loot. Ja, kann nicht so schwierig sein, die Kiste. Schnaps und Wein. Zum Tränke brauen für später. Yay! Ich weiß nicht, was die für Prioritäten haben. Die haben da Wasser, Schnaps und Wein und Becher in ihre Safes. Wertsachen nennt man sie auch. Ich gehe nochmal ins Bett mich hauen hier. Dann nochmal aufs Dach hinaufschauen, ob ich dort was vergessen habe. Ja, gib mir Mana und Leben. Ich glaube im Dunkeln schon bei einer Facecam besser aus. Ja. Im Schnee wirklich sehr weiß. Das blendet richtig. Das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich Noah Get the Boat aufgenommen habe. Alles. Elixitbeutel. Ich habe mich schon auf Rüstung gefreut. Die hat er nicht so gut beschrieben. Er hat nicht so gut beschrieben, wo sie versteckt sind, alle Teile. Deswegen ist das ziemlich blind da, dass ich durchhupfe. Versuche diese Teile zu finden. Hier haben wir noch ein Haus. Hier könnte es auch drinnen sein. Wird mir da wieder eine Hose sein. Da sollten Gegner auch drin sein. Hat er noch was? Oder nur Falk zum Reden? Okay. Das ist keine Tür. Anscheinend. Das ist eine große Toilette. Komme ich auch nicht rein? Warte mal, wie kriege ich? Rolle. Ha! Das. Einen Bolzen. Ah. Balkan drumherum. Ja, ja, ist ein bisschen schwierig hier, Falk, sorry. Ich muss doch die Türen durchrollen, Falk, okay? Was sind die Viecher oberhalb? Ah, ich hab schnell ausgeholt. Wow, was war das gerade für eine Szene? Jeder hupft auf den Kasten. Wir haben Falk und das Monster haben Flo ist Lava gespielt anscheinend. Flo ist Lava. Komm schon, gib mir die Hose. Mehr Trockenfleisch. Gabeln. Ja, wir nehmen jeden Dreck mit, wie es ausschaut. Becher, Corona-Kontrollen sind nicht schlecht. Die Halbfähigkeiten und Zauber sind sowieso nicht schlecht. Den Anfang immer. Und ein verdammter Tresor zum Hacken. Oh, gar nicht. Presslufthammer, vielleicht kann ich jetzt mal was abminen.
Okay, schaut aber schlecht aus, dass wir eine Alphose bekommen. Schaut schlecht aus. Schade eigentlich. Eine Alphose wäre echt nice. Okay, nein. Nein, danke. Dann gehen wir rüber zum Konverter. Hier haben wir noch ein Viech, besser wieder schnell speichern. Bevor ich wieder in der Luft glitsche. Feuer zuerst. Mit Feuer. Okay, kein Friendly Fire, wenn dann. Danke, Falk. Danke, Falk. Dass du mich nicht Friendly Firest. So, it's a Brood. Und dice. Da haben wir. Verdammt. Ich will doch nur Freistöße. Vielleicht hat man nur einen Freistoß pro Beast. Nein. Ich wollte dann noch drüber schauen. Da müssen wir auch rauf. Ah, zerstörtes Haus in Xarko, das kann jedes Haus sein. Kack, 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 kack. Was fightet hier drüben? Oh, Kampfmaschinen. Das ist ja ein Schlachtfeld. Was? Dann mischen wir uns doch ein. Für die Erfahrung. Verdammt. Oh, damn. Mehr Schlachtfeld als gedacht. Okay, schnell mal speichern. Und mehr Sachen reinhauen, wie Mana. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Ja, sorry. Bin ich mir fast sicher. Ich will nur die Kampfmaschine. Oh, der ist mir genau in die Schussbahn gelaufen. Kampfmaschine hier. Ja, das ist mal guter Feuerschaden. Okay. Das war ein komischer Showdown zum Sprechen. Ah. Ich glaube, ich habe keinen automatisch Blutmord gefunden. Das wäre noch klasse. Das könnte ich mir nochmal anschauen, ob es das gibt. Hier muss doch irgendwas Besonderes auch geben, oder? Nicht nur ein bisschen Elex. Oder haben sie einfach nur zufällig mal ein paar Roboter in die Map gestellt? Ich wollte eigentlich das Haus erkunden da hinten. So schnell wäre ich abgelenkt. Okay, anscheinend gibt es ja nichts Besonderes. Ja. Darf mich nicht zu weit treiben lassen hier. Um Explore waren. Ich hab Controller disconnect. Schaffst du es, Controller? Schaffst du es irgendwann halt noch? Er hat wieder seine Phase, wo er sich mehrmals disconnected. Ich hatte gestern 10 Controller Disconnects hintereinander. Neuer Rekord. Bin sehr stolz drauf. Bin fast weinen. Du.
Kommt das Ding runter, was da oben auf mich lauert. Oh boy. Der Fleischgrill hätte ich nicht erwartet hier. Oh, wie cool, wenn er einfach einmal daneben schlagt. Wenn er einfach mal daneben schlagt. Mitten in den Raum hinein. Statt auf das Monster, das eigentlich anvisiert sein sollte. Wieder was zum Fighten? Anscheinend. Wenn ich planlos durch das Haus durchlaufe. Ab, quick save, danke, danke. Da hat wieder wer Trockenfleisch gegessen. Die Alp stehen auf ihr Trockenfleisch. Die ist effektivste Nahrung. Auch sehr effektiv, wenn man Gicht bekommen will. Das sind die Purinwerte ziemlich verdammt hoch, glaubt mir. Oh, sehe ich auf Trockenfleisch stehe, aber zu einfach. Die Purinwerte sind einfach zu hoch. Das packt mein Körper nicht. Uah. Hier ein Kleber. Kann leider nicht Unmengen an Fleisch essen. Achtung! Ich habe ihn hergelockt, keine Sorge, alles geplant gewesen. So wie dieser Jump. Komm schon, Jax. Geht doch. Anscheinend ist da wieder was anderes in der Nähe. Abschiedsbrief vom Tresor. Vielleicht steht im Abschiedsbrief die Tresornummer drauf. Mein Werk ist vollbracht. Ich habe alles erreicht, was ich schon immer tun wollte. Jetzt empfange ich das Ende mit offenen Armen. Meine vier Schönheiten werden mich darüber drüben erwarten. Vier Schönheiten. Diese Familie mit Kindern. Und nicht nur mit Frauen. Verdammt, warum hack ich den nicht? Ich kann den nicht hacken. 3, 1, 5, 4. Das war nichts. Das heißt, hier muss irgendwo die Safe-Kombination herumliegen. Hoffentlich. Vier Schönheiten. 4, 4, 4, 4. Das war nichts. 1, 2, 3, 4. Das war nichts. Okay, der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Ja, kannst du das für mich hacken, Falk? Wäre ganz cool, wenn du es könntest. Hier drüben haben wir noch ein Gebäude. Das müsste ich mir fast anschauen, aber es ist kein zerstörtes Gebäude. Also werden hier drüben auch keine Halbrüstungsteile sein. Also, oh. Fast den guten Becher vergessen mitzunehmen. Das kann ich nicht tun. Das ist eine Höchststrafe. Ich weiß nicht, was da mich sieht und attackieren will. Wir hätten die Brücke gebraut. Gebraut? Oi, Deutsch lässt nach. Jetzt schon. Gerade erst mitten am Tag. Okay. Dann halt nicht. Volk, Unterstützung! Hat daneben geschlagen. Was hat das so lange gedauert, Volk? Was ist das? Irgendein Brocken? Eisenerz. Ja, wir schlechtern uns durch Sarkor hier durch. Bam. Das ist nicht so wirklich schwierig. Sterb ich. Okay. Ich hab's nicht verschrien. Neben geschlagen.
Volk macht leider kein in diesem Spiel mehr. Finde ich sehr schade. Muss ich U's machen. Jetzt können wir wieder mehrere Fights. Ich will mir dieses Haus anschauen. Dann ist die Episode schon vorbei, glaube ich. Wieder Erkundungstour, diesmal mit Falk und nicht mit Ray. Oh boy. Machen wir Vorbereitungen. Den haben wir schon drin gehabt. Daneben geschossen. Gerade noch ausgewichen. Diesen ausweichen Dash gesehen. Brillant. Ich sehe da keine Monster auf der Karte. Aber da hinten sind ein paar. Jetzt, wo wir den Wolf schon draußen haben, müssen Monster getötet werden. Ja, hat auf der Monster rumzukicken. Nein, das war's mit dem Kicken. Ich glaube, da gibt es einen gewissen Zeitraum oder so, wo man was kicken kann. Ja, Melex. Wie viel weiß ich nicht, aber wir haben Melex. Wissenkraut. Nicht Wiesenkraut. Für die Unwissenden, wie ich das bin. Okay, hier haben wir noch ein Haus. Das looten wir noch, oder? Oder sind wir schon über 25 Minuten? Sind wir schon? Dann looten wir das direkt in der nachfolgenden Folge. Ja, peace out. Ja, peace out.